Schönen guten Tag. Weil vielleicht haben sich einige von Ihnen schon gewundert, wann Wahrnehmung überhaupt Gegenstand der Psychologie ist, ja? Weil es wird oftmals so angenommen, dass die Wahrnehmung einfach nur so ein Bild der Welt im Auge oder im Kopf erstellt. Und dann geht die eigentliche Psychologie los, ja? Was wir denken, fühlen und wollen. Das ist aber nicht so. Was ich Ihnen das ganze Semester lang versuchen werde beizubringen, ist, dass die Wahrnehmung ein ganz, ganz aktiver Prozess ist. Und dass wir nicht einfach Bilder machen, sondern dass das Bilder erstellen nur der Anfang ist, sondern Wahrnehmung dient der Erschließung der Ursachen von diesen Bildern. Welche Ursachen in unserer physikalischen Umwelt haben diese Bilder verursacht? Und das, was wir denken, fühlen und wollen, das beeinflusst die Wahrnehmung. Und von daher liefert die Wahrnehmungspsychologie sozusagen ein Fenster in unsere Psyche, in unser Denken, Fühlen und Wollen. Und ich glaube, dass Ihnen das dann im Laufe des Semesters hoffentlich klar wird. Die Wahrnehmung ist auch nicht dazu da, um jetzt alle Aspekte der physikalischen Umwelt zu erfassen. Das kann sie gar nicht, sondern wir können nur diejenigen Ausschnitte wahrnehmen, für die wir Sensoren haben. Es gibt ganz, ganz viel außen um uns rum, das wir nicht erleben, weil wir keine Sensoren haben. Auch dafür gebe ich Ihnen dann später ein Beispiel, gerade in Bezug auf das Licht. Aber es ist natürlich klar, wenn es recht viel gibt, was wir gar nicht erleben können, ja, dann soll es zumindest so sein, dass das, was wir erleben, das ist, was am wichtigsten für uns ist und was relevant ist. Ja. Und das, was relevant ist, das hat im Laufe der Evolution eben dazu geführt, dass eben die Sensoren genau für diese Aspekte verfügbar sind. Dass wir eben Lichtsensoren haben oder auch Geschmacksrezeptoren oder Geruchsrezeptoren für die Gerüche, die für uns relevant sind und nicht für Millionen andere. Das heißt, die Wahrnehmung ist sehr, sehr gut an die Umwelt angepasst. Aber obwohl sie sehr gut angepasst ist, manchmal klappt es dann doch nicht. Und da werde ich Ihnen auch ein paar Beispiele zeigen. Die Information, die dann in unseren Wahrnehmungsapparat eingeht, ist also schon mal sehr, sehr reduziert. Es ist nicht alles, was es in der Welt gibt, sondern nur die relevanten Teile. Aber es ist trotzdem noch wahnsinnig viel. Und es ist mehr, als wir eigentlich verarbeiten können. Und darum gibt es weitere Mechanismen, die aus diesem riesigen Strom von Informationen die relevanten und wichtigen Aspekte rausfischt und die dann in den Vordergrund rückt. Es geht natürlich auf Kosten der anderen Dinge. Das heißt, ein paar Sachen, die laufen so an uns vorbei. Okay, also jetzt will ich erstmal anfangen damit, dass die Wahrnehmung kein Messvorgang ist, sondern der Erschließung der Ursachen dient. Also unser Wahrnehmungssystem ist kein Fotograf, sondern eher Sherlock Holmes, der versucht herauszufinden, was da in der Welt passiert. Und was wir wissen, das hilft uns dabei. Das beeinflusst, was wir wahrnehmen. Ich habe gesagt, dass der Wahrnehmungsapparat oft mit einem Foto, also zumindest der visuelle Apparat, oft mit einer Kamera verglichen wird. Und der Vergleich, der ist durchaus zutreffend. Wenn Sie sich das hier mal ansehen, hier oben haben wir das Auge, hier unten ein bisschen altertümlichen Fotoapparat, bei dem der Film noch hier transportiert wird, 1998. Es geht schnell. Und dann sehen Sie hier, also, dass es einfach Gemeinsamkeiten gibt. Ja, es wird hier hinten, da gibt es eine Schicht, die ist lichtempfindlich. Da wird von diesem optischen Apparat ein Bild generiert. Also hier auf der Netzhaut, da werden Fotorezeptoren aktiviert. Und hier hinten entweder eine chemische Schicht oder eben photosensitive Elektronikbausteine.
je nachdem, wie viel Licht vorhanden ist, kann diese Blendenöffnung oder hier die Pupille weiter aufgemacht werden oder kleiner gemacht werden, sodass es immer gut belichtet ist. Es lassen sich Objekte in unterschiedlicher Distanz scharf abbilden, indem eben hier die Pupille ihre Form verändert, also die Brechkraft verändert, während hier bei der Linse, da kann der Abstand zur lichtempfindlichen Schicht verändert werden bei der Kamera. Das heißt also, es gibt schon Gemeinsamkeiten und man kann schon sagen, dass die Kamera so ähnlich funktioniert wie unser Sehsystem oder genauer gesagt wie der optische Apparat in unserem Auge. Das ist nämlich der wichtige Punkt. Wenn Sie ein Foto machen mit einer Kamera, was ist dann das Ergebnis? Das Ergebnis war früher ein Bild, das Sie in Händen halten. Jetzt halten Sie Ihr Smartphone in den Händen und gucken sich darauf das Bild an. Aber es ist immer klar, das Ergebnis dieses Prozesses ist ein Bild. Und was machen wir mit dem Bild? Wir gucken uns das an. Das heißt, die Wahrnehmung, die beginnt eigentlich erst da, wo das Bild erstellt wurde. Das heißt, für unser Wahrnehmungssystem ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir hier die Umwelt einigermaßen gut abbilden können in der Netzhaut. Aber diese Information muss dann weiterverarbeitet werden, damit wir eben dann in der dreidimensionalen Welt Objekte ergreifen können oder eben feststellen können, wie weit jetzt Objekte von uns weg sind. Das heißt, die Wahrnehmung fängt wirklich erst mit dem fertigen Bild an. Bei der Kamera ist das Bild das Ergebnis, bei der Wahrnehmung ist das Bild der Anfang. Die Gemeinsamkeiten sind aber wichtig, weil das Bild, das Sie in der Hand haben, ist zweidimensional. Ja? Das ist ein Stück Papier. Und die Welt, die ist natürlich dreidimensional. Ja? Es sind unterschiedliche Personen, sind unterschiedlich weit von mir weg. Ich kann das erkennen. Für mich sieht die Welt dreidimensional aus, obwohl das Bild in meinen Augen zweidimensional ist. Ja? Das heißt, mein Wahrnehmungssystem erschließt sich diese dreidimensionale Welt aus den zweidimensionalen Bildern. Und das ist auch nötig, weil die Eingangsbilder zweidimensional sind. Aber das ist wirklich eine schwierige Aufgabe. Und rein mathematisch betrachtet ist die Aufgabe unmöglich. Also es gibt ganz, ganz viele dreidimensionale Bilder, die gleiche zweidimensionale Bild verursachen könnten. Und trotzdem haben wir da meistens überhaupt keine Probleme. Ich zeige Ihnen aber jetzt hier ein Beispiel, bei dem wir durchaus ein Problem haben. Was Sie hier sehen, ist ein Bild. Und Sie sehen auch, das ist ein Bild, das hier draußen auf dem Weg zur UB aufgenommen wurde. Was sieht man hier? Man sieht zwei Kinder und einen ganz, ganz kleinen Professor. Wie kommt so ein Bild zustande? Ja? Das Bild kommt dadurch zustande, dass ich mich auf diesen Schrumpfstuhl gesetzt habe. Und wenn man sich da drauf setzt, dann wird man auf die Hälfte seiner Größe geschrumpft. Okay. Stimmt nicht so ganz. Was stimmt ist, wenn man sich da drauf setzt, dann sieht man nur noch halb so groß aus. Und es ist komisch, weil also der Stuhl scheint ja hier in der gleichen Entfernung zu stehen wie meine beiden Kinder, die inzwischen noch bald mit dem Studium fertig sind. Und denen sind wir also noch zu Hause, waren furchtbar peinlich war, dass ich diese Bilder gezeigt habe. Auf alle Fälle, der Stuhl steht hier in ungefähr gleicher Entfernung und trotzdem sehe ich hier furchtbar klein aus. Ja, wie kommt sowas zustande? Man kann sich gegen den Eindruck nicht wehren. Es kommt dadurch zustande, dass es kein richtiger Stuhl ist, sondern es war ein Stuhl, der von einem Herrn namens Boucher konstruiert wurde. Und der Stuhl, der besteht fieserweise aus zwei Teilen. Und hier können Sie es ein bisschen besser sehen. Die Stuhlbeine, die stehen hier ungefähr auf der gleichen Höhe wie die Kinder. Und die Stuhlplatte, die ist riesengroß. Die ist doppelt so groß, wie sie eigentlich ist und ist doppelt so weit weg. Und die sind jetzt genau so konstruiert, dass von genau einem Blickpunkt aus, nämlich wenn man hier durch dieses Guckloch durchguckt, das so aussieht, als ob die Platte genau hier auf den Beinen drauf sitzen würde. Also
das Netzhaubild, das Zweidimensionale, ist nicht unterscheidbar von dem, von einem richtigen Stuhl, der hier eben auf der Höhe sich befindet. Und da die Größe des Netzhaubilds skaliert wird durch die Entfernung für unsere Wahrnehmung, weil wir wollen ja wissen, wie groß die Objekte in der wirklichen Welt sind und nicht, wie groß sie auf der Netzhaut sind, nehmen wir die Person eben dann als halb so groß wahr. Das ist also wirklich ein ganz erstaunliches Phänomen und wir stellen den Stuhl auch manchmal auf, wenn so ein Wissenschaftstag ist in der Stadt oder ich verhandle gerade mit der Werkstatt, dass wir bei der Vorlesung über das Tiefensehen den Stuhl vielleicht vor der Vorlesung hier draußen aufstellen. Das ist wirklich ganz, ganz toll und wenn man da durchguckt, das ist nicht ein Schrumpfstuhl, es ist ein Lachstuhl. Also sobald die Leute durchgucken, fangen sie an zu lachen. Weil auch wenn man die Person kennt, sieht trotzdem klein aus. Es gibt auch in Wetzlar, also der Nachbarstadt von Gießen, in dem sogenannten Optikparcours an der Lahn so einen Bégé-Stuhl, der ist allerdings nicht so gut wie der, den wir haben. Der ist auch im Freien, ist wahrscheinlich schwieriger, da ist es nicht ganz so überzeugend. Interessant ist, also was ich Ihnen immer wieder sagen werde, ist, dass unser Wahrnehmungssystem aus all den Ursachen die wahrscheinlichste raussucht. Ja? Aber bei dem Beispiel fragt man sich, also es ist sicherlich nicht wahrscheinlich, dass ich jetzt hier nur halb so groß bin, ja? Sondern, aber scheinbar ist es so, dass ein zweigeteilter Stuhl einfach nicht vorkommt unter den möglichen Alternativen. Ja? Man wird es vermutlich immer noch als kleiner sehen, aber die dienen dann natürlich als Maßstab, ja, dass man dafür. Also sonst bei einäugiger Betrachtung wäre es sonst relativ schwierig, die Distanz zu bestimmen, wenn man keine anderen Anhaltspunkte hat. Aber unser Wahrnehmungssystem muss ständig solche Vorannahmen treffen, um eben diese zweideutigen Bilder eindeutig interpretieren zu können. Und die Vorannahme ist eben, dass der Stuhl aus einem Teil besteht und das ist in dem Fall eine falsche Vorannahme. Darum gelangen wir dann auch hier zur falschen Wahrnehmung. Hier ist ein weiteres Beispiel für solche Vorannahmen. Was Sie hier sehen, sind einfach nur so schraffierte Kreise. Also die Kreise hier sind oben so ein bisschen heller und dann werden sie dunkler und hier sind die unten hell und werden dann nach oben hin dunkler. Und was man hier sieht oder was Sie hoffentlich sehen, sind Vertiefungen und Erhöhungen, also Döllen und Beulen. Und in der Regel ist es so, dass die meisten von Ihnen die mittleren vier Kreise als eine Vertiefung wahrnehmen werden und die äußeren als eine Erhöhung. Wenn ich das Bild jetzt auf den Kopf stelle, dann ist es genau umgekehrt. Dann sieht man die mittleren als eine Erhöhung und die äußeren dann als eine Dölle. Wie kommt jetzt sowas zustande? Ja, es ist ein zweidimensionales Bild. Wir sehen es alle dreidimensional und sehen es alle auf die gleiche Weise. Wenn es hier oben, also wir sehen das als dreidimensional, wir sehen das so als eine Ausbeulung, ja? Das hier in der, zum Beispiel diesen Kreis hier in der Mitte. Der ist oben ein bisschen heller, wenn jetzt das Licht von oben kommt, dann wird der Bereich hier eben ein bisschen heller sein und der Bereich, der so ein bisschen im Schatten liegt, der wird ein bisschen dunkler sein, ja? Das heißt, diese Schattierung ist kompatibel mit der Tatsache, dass mit den zwei Tatsachen, dass das Licht von oben kommt und dass das hier so eine Beule ist. Wenn das hier jetzt eine Dölle wäre und das Licht von oben kommt, dann wäre das unten ein bisschen heller und hier oben ein bisschen mehr im Schatten, ein bisschen dunkler, ja? So wie hier. Und was das hier einfach zeigt, ist, dass unser Sehsystem die Annahme macht, dass in der Tat das Licht von oben kommt. Also es besteht die Möglichkeit, dass wir das im Laufe unseres Lebens lernen,
Es besteht die Möglichkeit, dass unser Sehsystem so verdrahtet ist, weil im Laufe der Evolution das praktisch schon in die Entwicklung eingebaut ist. Das lässt sich schwer unterscheiden, aber ich kenne jetzt keine Untersuchungen an ganz, ganz kleinen Kindern, die das gemacht haben. Aber die eine andere Frage ist, ob jetzt unser Sehsystem praktisch die Annahme macht, dass im Raum die Beleuchtung von oben kommt. Also im Laufe der Evolution des Sehsystems gab es als einzige Lichtquelle nur die Sonne und die Sonne kommt immer von oben. Und die meisten künstlichen Beleuchtungen, die kommen auch von oben. Es kommt nur selten vor, dass von unten beleuchtet wird. Macht unser Sehsystem die Annahme, dass praktisch die Beleuchtung von oben im Raum kommt oder dass die Beleuchtung einfach irgendwo von oben relativ zu unserem Kopf kommt? Ja? Und dazu würde ich Sie bitten, dass Sie zu Hause mal sich das ansehen und dann einen Kopfstand machen. Dann können Sie die Frage beantworten, ja? Ob sich das dreht, wenn Sie einen Kopfstand machen oder nicht. Aber wir können es auch einfacher machen. Ich habe jetzt hier mal die Kreise gedreht. Und wenn Sie das jetzt hier so ansehen, dann ist es eigentlich nicht eindeutig. Ja? Es ändert sich ständig ein bisschen was, es ist nicht stabil. Das heißt, wir haben es nicht eingebaut, dass das Licht immer von links kommt oder immer von rechts kommt, weil es das einfach nicht tut. Aber wenn Sie jetzt Ihren Kopf drehen, so zur Seite, dann werden Sie feststellen, dass Sie dann eine eindeutige Wahrnehmung wieder haben. Und wenn Sie den Kopf andersrum drehen, dann sieht es genau umgekehrt aus. Das heißt, unser Sehsystem macht sich hier ein bisschen einfach. Es reicht, dass das Licht von oben kommt relativ zu unserem Kopf. Das heißt, dass es irgendwie auf die unteren Bereiche der Netzhaut mehr fällt. Also wenn man das noch in Bezug auf die Raumposition berechnen müsste, wenn es noch stabil wäre, dann wäre es deutlich komplizierter. Okay. Das heißt, unsere Netzhaut liefert nur ein zweidimensionales Abbild der Umwelt und das Gehirn muss daraus den dreidimensionalen Raum wiederherstellen. Das funktioniert meistens ganz gut, weil das Gehirn die Interpretation auswählt, die aufgrund unserer Erfahrung am wahrscheinlichsten ist. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein Beispiel, weil es so schön ist. Und was Sie hier sehen, ist eine Gesichtsmaske. Masken sieht man eher selten. Also normal, die Gesichter, die Sie normal sehen, die sind alle konvex. Das heißt, die Nase, die guckt immer raus. Ja? Es ist selten, dass die Nase nach innen zeigt. Wenn nicht, nie. Die Frage ist, was jetzt passiert, wenn wir uns eine Maske ansehen, von nach innen rein, ja, das konvexe Bild, wo die Nase dann wirklich in die andere Richtung zeigt. Und wie das aussieht, das zeige ich Ihnen jetzt hier in dem Video. Hier ist eine Maske von einem Gesicht und die dreht sich. Und dann gucken wir jetzt innen rein und was passiert? Wir sehen das Gesicht immer noch als konvex. Ja. Das springt dann praktisch um, sodass die Nase wieder nach vorne zeigt. Und das funktioniert jetzt nicht nur hier in so einem Video, sondern ich habe auch eine richtige Maske und die bringe ich Ihnen dann mit in der Vorlesung, wenn es über die Tiefe geht. Also einfach nur, um da noch ein paar Steigerungsmöglichkeiten zu haben. Also man sieht es ganz kurz nach innen, wenn es so an der Seite ist. Ja? So. Nee, normalerweise kann man sich da eigentlich nicht so dagegen wehren. Sie haben überhaupt kein Problem. Also es gibt ganz, ganz viel Variabilität in der Wahrnehmung. Ich kann nur sagen, wir sind alle irgendwie ein bisschen unterschiedlich und es gibt immer irgendjemanden, der irgendwas anders sieht. Ja? Ja. Naja, aber das Bild von so einer Maske, in die Sie reingucken, in eine Hohlmaske, ist nahezu identisch mit dem Bild der Maske, wenn die nach vorne orientiert ist. Das heißt, das Netzhautbild ist da einfach zweideutig und Sie sehen viel, viel öfter die Gesichter nach vorne. Ja? Darum wählt das Sehsystem diese
Interpretation. Die Maske, die wird gemacht, als ich am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik war. Da wird ganz viel über Gesichter geforscht und dann wird praktisch das perfekte Gesicht rausgesucht. Vielleicht können Sie die Person erkennen. Die Nase hat so einen kleinen Hügel. Okay, aber unabhängig von diesen Sachen, von denen man vielleicht sagen könnte, okay, das sind ja Spielereien. Ja, so eine Maske ist irrelevant für unser tägliches Leben. Wichtig, viel, viel wichtiger als die Masken ist die Größenkonstanz. Und das ist hier dargestellt. Die Perspektive in diesem Bild hier, die induziert Distanz. Ja, man hat das Ende der Straße hier ist viel, viel weiter weg als dieser Bereich hier. Und hier sind zwei Objekte, diese horizontalen Balken, und die sehen unterschiedlich groß aus. Ja? Der vordere sieht kleiner aus als der hintere. Und was bei diesen Illusionen dann gesagt wird, in Wirklichkeit sind die gleich lang. Ja? Und das ist vollkommener Quatsch. In dem Bild sind sie gleich lang. In dem Bild, auch in dem Bild, das auf ihrer Netzhaut entsteht. Aber was auf den Bildern zu sehen ist, ja, das ist für unsere Interaktion mit der Umwelt vollkommen, es ist nicht vollkommen irrelevant. Also okay, es leitet sozusagen unsere Interpretation, aber es ist nicht das, was wir wahrnehmen müssen und wollen, sondern was wir wahrnehmen wollen und müssen, ist die Ursachen für diese Bilder. Ja? Und in dem Fall sind die Ursachen für diese auf der Netzhaut und im Bild gleich langen Reize einfach unterschiedlich große Objekte, weil dieses Objekt hier viel, viel größer ist und einfach weiter weg. Die Größenkonstanz besagt, dass wir die Größe von Objekten einigermaßen richtig einschätzen können, unabhängig von der Distanz. Ja? Es ist für mich nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass hier vorne lauter Riesen sitzen und da hinten lauter Zwerge, obwohl das Netzhautbild ja natürlich ganz, ganz unterschiedlich groß ist, dieses Bild auf meiner Netzhaut. Sondern ich kann auch die Distanz schätzen und die Information benutze ich dann, um das Bild zu skalieren. Und wenn Sie hier jetzt an die Straße mit dem Auto langfahren und dann über diesen ersten Balken da einfach drüber brettern und sich dann denken würden, ha, gleiche Netzhautbildgröße, da brette ich auch drüber, ja, dann hätten Sie da ein Problem. Das heißt, was wir wirklich wollen, ist, wir wollen das wahrnehmen, dass dieser, oder wir müssen es wahrnehmen, um zu überleben, dass dieser weiter entfernt aussehende Balken auch größer aussieht, wenn er die gleiche Netzhautbildgröße hat. Also was unser Sehsystem eben nicht macht, ist, dass es die Größe der Objekte mit einem Lineal in dem Netzhautbild misst und das dann als die Größe der Objekte sozusagen in unsere Wahrnehmung eingeht, sondern die Größe wird wahrscheinlich schon irgendwie gemessen auf der Netzhaut, aber die Information wird dann weiter verarbeitet, um Rückschlüsse darüber zu ziehen, wie groß die Objekte jetzt in der wirklichen Welt sind. Ursachenforschung ist das, was unser Wahrnehmungssystem betreibt. Also Sinn und Zweck der Wahrnehmung ist es nicht, Bilder der Umwelt auf unserer Netzhaut zu machen, sondern das Ziel ist es, die Objekte selber zu erkennen. Und Objekte kann man am besten erkennen, indem man die invarianten Eigenschaften dieser Objekte betrachtet, nämlich eben die Größe von Objekten, die physikalische Größe von Objekten, die ändert sich nicht. Was sich aber ändert, wenn ich weggehe oder rangehe, ist die Größe des Netzhautbilds. Ähnlich ist es bei der Helligkeit. Das ist hier illustriert. Das Licht, das in unser Auge gelangt, ist das Produkt. Und zwar das Produkt von der Beleuchtung, das auf Objekte oder Personen fällt, mit der Reflektanz dieser Objekte. Und die Reflektanz gibt an, welcher Prozentteil des Lichts reflektiert wird. Also ein Teil des Lichts wird absorbiert
damit das Objekt ein bisschen wärmer und ein Teil wird reflektiert. Und in mein Auge gelangt jetzt die Information, also das reflektiert wird, und das ist das Produkt eben aus diesem Reflektanzanteil und dem Beleuchtungsanteil. Und Produkte haben jetzt die unschöne Eigenschaft, dass wenn man das Ergebnis erfährt, zum Beispiel 18, dann kann man nicht mehr sagen, ob das jetzt auf 2·9 oder 3·6 zurückzuführen ist. Das heißt, es ist auch wieder so ein Problem, das mathematisch nicht lösbar ist. Das heißt, es muss irgendwie mehr Information eingehen als nur die Helligkeit an einer bestimmten Stelle oder die Intensität des Lichts an einer bestimmten Stelle. Und hier bei diesem Schachbrett, das sehr, sehr weit verbreitet ist, vielleicht haben Sie es schon mal gesehen, da sieht man hier, also es gibt weiße Felder und schwarze Felder, aber die Intensität hier in dem Bereich B ist die gleiche wie in dem Bereich A. Ja? Obwohl A ein dunkles Feld ist und B ein helles Feld. Wir nehmen das aber nicht so wahr. Ja? Was ist jetzt hier passiert? Ja, dieses Feld B, das helle Feld, jetzt liegt hier so ein bisschen im Schatten von diesem Zylinder. Und darum fällt da weniger Licht drauf. Und obwohl jetzt hier viel Licht reflektiert wird, also hier, wenn hier meinetwegen 90% des Lichts reflektiert werden, dann fällt hier aber weniger, da kommt hier von vornherein weniger Licht rein, als wie hier. Hier werden vielleicht 10% reflektiert, aber hier fällt auch viel mehr Licht drauf. Und natürlich ist es in dem Beispiel so gewählt, dass es dann genau übereinstimmt. Ja. Und was unser Sehsystem interessiert, ist nicht die Menge an Licht, die jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt da ins Auge reflektiert wird, sondern die invariante Eigenschaft des Objekts, nämlich der Prozentsatz an Licht, die Reflektanz des Objekts, der Prozentsatz des Lichts, das von dem Objekt reflektiert wird. Und das nehmen wir wahr. Darum sehen wir hier manche der Felder als weiß und manche als schwarz oder dunkel. Das gleiche Prinzip wie bei der Größenkonstanz. Also diese Messungen sind nicht das, was wir wahrnehmen, sondern die Wahrnehmung ist die Ursache dieser Messungen. Hier ist ein weiteres Beispiel, da ist es nur noch ein bisschen extremer. Es ist so, dass, also hier sehen Sie diesen Bereich des Würfels, der liegt hier im Schatten, der Bereich liegt im Licht und hier haben Sie also eine braune Oberfläche, hier haben Sie eine orange und sind aber eigentlich identisch. Das Licht, das ins Auge gelangt, hier von diesem Bereich aus ist identisch zu dem Licht, das von diesem Bereich ins Auge gelangt. Trotzdem sieht es hier deutlich unterschiedlich aus, ja? Weil einfach hier die Beleuchtungsintensität viel, viel höher ist und von der Würfeloberfläche einfach weniger Licht reflektiert wird als von den umgebenden. Das heißt, der Kontext geht hier mit ein und hier wird mehr Licht reflektiert als von den umgebenden. Und das Besondere an diesem Beispiel ist noch, dass einfach Orange und Braun dann auch unterschiedliche Farbnamen sind oder Farbkategorien, obwohl sie sich nur in der Helligkeit unterscheiden. Das ist das Spezielle am Braun. Braun ist praktisch dunkles Orange oder dunkles Gelb. Okay, also Wahrnehmung ist kein Messvorgang. Die Messung ist nur der erste Schritt. Unser Sehsystem konstruiert aus diesen Messungen dann die dreidimensionale Welt. Wir sehen nicht Helligkeiten und Größen in zweidimensionalen Bildern, sondern die Eigenschaften der Objekte, die diese Bilder verursachen. Und unser Wissen über die Welt, dass das Licht von oben kommt, dass die Gesichter konvex sind, das geht in diesen Prozess mit ein. Und Wahrnehmung ist nicht einfach nur die Erzeugung des Abbilds unserer Umwelt, sondern dient immer auch zur Steuerung von Verhalten. Als nächstes werde ich Ihnen zeigen, einfach, dass wir wirklich nur bestimmte Ausschnitte der Welt wahrnehmen, für die wir Sensoren haben. Und die Sinneswahrnehmungen beruhen alle auf der Aktivierung
von Sensoren in unserem Körper. Die physikalische Umgebungsreize, also beim Riechen und Schmecken sind es chemische Umgebungsreize, in elektrische Signale übersetzen. Die elektrischen Signale, das ist die Sprache, die unser Gehirn versteht. Das werde ich Ihnen in der nächsten Woche genau erläutern, wie das funktioniert. Und im Laufe des Semesters werden wir sehen, wie diese Übersetzung vonstatten geht. Ja, von Licht in, von elektromagnetischer Energie, Licht in Seheindrücke, von Schallwellen in Höreindrücke. Und diese Erregungsmuster werden dann im Gehirn zu subjektiven Eindrücken verarbeitet. Wenn man sich elektromagnetische Strahlung ansieht, dann kommt die praktisch in beliebigen Wellenlängen vor. Es gibt kurzwellige Strahlung, das ist hier dargestellt, sehen Sie Gamma, Röntgenstrahlung, Ultraviolett, das sind lauter so Sachen, die hören Sie eher gefährlich an. Ja? Und das liegt daran, dass diese kurzwellige Strahlung sehr, sehr energiereich ist. Und wenn man jetzt Sensoren hätte, die diese kurzwellige Strahlung verarbeiten, dann wären die ziemlich schnell kaputt. Ja, das heißt, wenn Sie eine Röntgenaufnahme machen lassen, dann muss man auch immer so eine Schutzweste anziehen, das darf man nicht zu oft machen. Wenn Sensoren praktisch mit dieser Röntgenstrahlung oder Gammastrahlung ständig sich auseinandersetzen müssen, dann wären die ziemlich schnell kaputt. Das heißt, die sind für die Wahrnehmung nicht so optimal. Es gibt Strahlung in längeren in Wellenlängenbereichen. Da ist zum Beispiel Strahlung, also die für Radio, für das Handy, für Mobilfunk hier, das sind Wellenlängen von so 10 cm. Bluetooth, WLAN, alles Mögliche. Für die Strahlung sind wir auch nicht empfindlich. Das können wir auch nicht sehen oder sonst wie wahrnehmen, ja? Sonst wäre es hier ziemlich aktiv. Die Frage ist, warum sind wir genau für diesen winzigen Bereich hier von Wellenlängen von 400 bis 700 Nanometern empfindlich? Und der Hauptgrund ist der, dass die Evolution das praktisch geprägt hat und zu den Zeiten, als die Augen, die ersten Augen entstanden sind, vor 500 Millionen Jahren, da gab es eigentlich nur eine Quelle elektromagnetischer Strahlung und das war die Sonne. Und wenn dann das Sonnenlicht gefiltert ist durch die Erdatmosphäre, dann, was übrig bleibt, hat hauptsächlich Energie im Bereich um 500 Nanometer rum, ja, so zwischen 400 und 700 Nanometer. Das heißt, zu der Zeit war das die einzige elektromagnetische Strahlung, die da war und dann reflektiert wurde von Objekten, wobei Objekte halt in dem Fall hieß, irgendwas zu essen, ja, andere Tiere. Und diese Information war einfach dann hilfreich und die Tiere, die Augen hatten, die konnten sich dann durchsetzen. Und von daher, also die Einführung von der Augen, die ging rasant in der Evolution, weil es einfach so ein riesiger Vorteil war. Das heißt, es war schon wichtig, eben in diesem Bereich empfindlich zu sein. Und ich habe schon gesagt, in dem Bereich, der hier drunter liegt, da ist die Strahlung eher schädigen und in dem Bereich, der hier drüber liegt, ja, Infrarot zum Beispiel, da ist es auch sehr, sehr schwierig, Sensoren zu bauen. Also bei uns Menschen wäre es da so, dass wir für unsere eigene Körperwärme dann schon empfindlich wären. Ja. Die eigene Körperwärme, die wird dann praktisch diese Sensoren, die praktisch für Wärme empfindlich sind, schon aktivieren. Das heißt, Infrarotsensoren, die sieht man eigentlich, die treten eigentlich eher bei kaltblütigen Lebewesen auf. Zum Beispiel also manche Schlangen, die dann nachts in der Wüste sich befinden, wo es dann ziemlich kalt wird, da senkt sich eben dann deren Körpertemperatur, sodass eben diese Infrarotsensoren dann nicht aktiviert werden. Die werden dann aktiviert von irgendwelchen kleinen Säugetieren, wie zum Beispiel Mäusen. Und die werden dann von den Schlangen gefressen. Und das ist ein riesiger evolutionärer Vorteil für die Schlange. Okay, es gibt auch
ein paar Tiere, die sind im Ultraviolett, die sind in diesem ultravioletten Bereich empfindlich, zum Beispiel Bienen. Für Bienen können zum Beispiel die sehen manche Blumen unterschiedlich von uns Menschen. Hier ist ein Beispiel aufgeführt, wie diese Blume hier für uns Menschen aussieht. Und hier sehen Sie, dass die Bienen, wenn die auch noch zusätzlich einen Ultraviolettsensor hat, diese Blume dann noch weiter unterscheiden kann von einer anderen, die vielleicht eben dann nur das Gelb hat. Und für die Bienen, die Bienen, die gehen doch dann auch kaputt. Ja, das ist bei Tieren, die kein so langes Leben haben, nicht so ganz so relevant. Also die Anpassung an die Umgebung, die ist schon erstaunlich. Und wie sich verschiedene Tiere an die Beleuchtungsverhältnisse anpassen. Und es gibt zum Beispiel auch Fledermäuse, die leben in praktisch fast vollständig dunklen Höhlen. Da ist die Frage jetzt ja, wie sehen die Fledermäuse? Können die überhaupt sehen? Und Forscher waren da wirklich sehr erstaunt, als sie da Experimente gemacht haben, die gezeigt haben, dass die Fledermäuse wirklich Hindernissen ausweichen können und genau diese kleinen Insekten ansteuern, die sie eigentlich im Dunkeln nicht sehen können, ja? Weil kein Licht vorhanden ist. Und da ist die Frage, wie machen die Fledermäuse das? Was würden denn wir machen, wenn wir in so einer dunklen Höhle sind? Ja, tasten oder eben auch Taschenlampe einschalten, ja, oder die Handybeleuchtung. Und genau das ist es, was die Fledermäuse machen. Die fliegen dann in den Höhlen mit so kleinen Taschenlampen rum. Nee, so weit geht's nicht, aber was die Fledermäuse machen ist, sie schicken Signale aus, also aktiv, genauso wie für uns das die Taschenlampe macht, und gucken sich dann die Reflexion dieser Signale von den Objekten an. Bloß, dass es eben in dem Fall nicht Lichtsignale sind, elektromagnetische Strahlung, die generieren, sondern Schallwellen. Das ist das Prinzip der Echoortung. Die Fledermäuse generieren praktisch ganz, ganz hochfrequente Schallwellen und die werden dann unterschiedlich reflektiert, je nachdem, ob da sich so ein kleines Insekt befindet oder nicht. Und die Fledermaus hat gelernt, diese Informationen auszunutzen, sodass eben dann die kleinen Insekten erfolgreich jagen kann. Es ist interessant, dass es gibt ein paar ganz, ganz neue Arbeiten, die zeigen, dass diese Echolokalisation auch von Blinden benutzt werden kann, die dann so Schnalzlaute generieren und dann, also wirklich in ganz, ganz langer Zeit gelernt haben, die Reflexionen so zu interpretieren, und die können dann auch meinetwegen mit dem Fahrrad rumfahren. Also es gibt solche Beispiele, und Kollegen von uns, also eine Kollegin von mir, die Katja Fieler oben in der Allgemeinen, die hat es auch erforscht, und also normale Probanden können das in der Regel nicht und man kann es auch nicht so schnell lernen. Es ist schon ein sehr, sehr langwieriger Lernprozess. Aber es wird auch angenommen, dass der Blindenstock eben nicht nur zum Tastendienst, sondern einfach, dass die akustische Rückmeldung auch benutzt wird. Im Prinzip sind viele andere Sinne denkbar, aber wir haben genau die Sinne, die für unser Überleben in den letzten 30 Millionen Jahren oder so am allerwichtigsten waren. Wenn man sich ansieht, welche Sensoren wir haben, dann sind es ziemlich viele. Wir haben in jedem Auge ungefähr 100 Millionen sogenannte Stäbchen-Fotorezeptoren, die hauptsächlich für das Sehen in Dunkelheit zuständig sind, und ungefähr 6 Millionen Zapfen, die unserer visuellen Wahrnehmung unterliegen, wenn einigermaßen viel Licht vorhanden ist, so wie jetzt oder wenn sie im Freien sind. Im Ohr haben wir nur 15.000 Haarzellen in jedem Ohr, und von diesen 15.000 sind auch nur 3.000 wirklich reine Sinneszellen, die die akustischen Reize aufnehmen. Ja? 3.000 nur. Und die 3.000 sind über das ganze Frequenzspektrum aufgeteilt. Das heißt, jede von diesen Haarzellen hat praktisch eine Frequenz, zum Beispiel ein Kilohertz, bei der diese Haarzelle am allerempfindlichsten ist. Und die Haarzellen, die gehen auch ziemlich schnell kaputt. Vor allen Dingen auch, wenn man ganz, ganz lauter Musik ausgesetzt ist.
Oder es muss nicht Musik sein, einfach lauten Geräuschen. Ich werde Ihnen das noch öfter sagen im Laufe des Semesters. Darum sollten Sie auf diese 3000 H-Zellen wirklich gut aufpassen. Weil wenn die kaputt sind sie kaputt, dann kann man sie nicht mehr herstellen. Dann hört man einfach in dem Bereich dann nichts mehr. Vor allen Dingen, wenn Sie Kopfhörer aufhaben, machen Sie es nicht zu laut. Okay. In der Haut haben wir hunderte von Tastzellen pro Quadratzentimeter, vor allen Dingen in den Fingerkuppen, ja, und auf der Zunge, da sind wir sehr, sehr empfindlich. In der Nase gibt es in jedem Nasenloch 6 Millionen Geruchsrezeptoren. Im Mund haben wir tausende von Geschmacksknospen. Das ist ziemlich viel Information. Wenn man sich ausrechnet, wie viel Information das ist, wenn man annimmt, dass jede dieser Sinneszellen ungefähr 500 verschiedene Intensitätsstufen signalisieren kann, also entweder 0 bis 512 zu 0 bis 512 Nervenimpulsen führen kann, das sind 9 Bits, dann 512 verschiedene Zustände, und man diese ganzen Zahlen addiert, dann kommt man auf ungefähr 2 Gigabit pro Sekunde. Das sagt jetzt vielleicht nicht viel, aber normale Fernsehbilder sind auf alle Fälle weniger als 50 Megabit. Und wenn Sie diese 2 Gigabit pro Sekunde jetzt auf Ihrer Festplatte, auf Ihrem Rechner auf der Festplatte speichern wollen, dann brauchen Sie dazu pro Stunde ungefähr 1 Terabyte. Das heißt, also sogar wenn Sie 10 Terabyte haben, ist die Platte irgendwann voll. Und was Sie sich aber der wichtige Punkt hier ist, dass unser Wahrnehmungssystem diese Information ja jetzt nicht einfach speichert, ja, sondern die Information kommt rein und wir machen in Echtzeit was damit. Wir interagieren sofort mit der Welt. Das heißt, die Verarbeitung muss wirklich ganz, ganz rasant erfolgen. Und das ist das eigentlich Erstaunliche, wie gut unser Wahrnehmungssystem da funktioniert. Das heißt, es ist auf alle Fälle ganz, ganz viel Information da und eigentlich ist es mehr, als man sich vorstellen kann, dass irgendwie zu bewältigen ist. Und was ich Ihnen jetzt zeigen will, ist eben diese Reizüberflutung, dass wenn wir diese Information verarbeiten müssen, dass wir dann zum Beispiel, wenn wir mit zu viel Information umgehen müssen, dann können wir zum Beispiel nicht mehr zählen. Also so ganz, ganz einfache Aufgaben scheitern wir da schon. Und das will ich Ihnen jetzt anhand eines Beispiels zeigen. Und das Beispiel ist ein Video von einem Basketballspiel. Es wird ein Basketballspiel sein. Und jetzt werden Sie sagen, ja okay, also, und Sie sollen die Ballkontakte zählen. Und das ist ja wirklich ganz, ganz einfach. Ja. Aber die Komplikation hier ist, es gibt 2 Bälle. Es gibt eine weiße Mannschaft und eine schwarze Mannschaft und jede Mannschaft hat einen eigenen Ball. Und Sie sollen nur die Ballkontakte der weißen Mannschaft zählen. Also weiß zählen, schwarz ignorieren. Und was ich jedes Semester feststelle, ist, dass bei dieser Aufgabe dann ganz viele verschiedene Ergebnisse rauskommen. Es ist aber nicht nur so, es ist nicht nur bei Psychologiestudierenden so, da darf ich Sie beruhigen. Aber ich möchte, dass Sie sich konzentrieren und wichtig ist auch, wenn Sie irgendwie sozusagen den Anschluss verloren haben und jetzt nicht mehr weiterkommen mit dem Zählen und aufhören, stören Sie nicht Ihre Nachbarn, verhalten Sie sich einfach ruhig. Ja? Gut. Und also Sie zählen die Ballkontakte der weißen Mannschaft. Ich fange jetzt hier mal an und Sie zählen dann einfach ruhig weiter. Ich mache den ersten jetzt mal laut. Und genau aus diesem Grund ist die Wahrnehmung ein wichtiger Teil der Psychologie. Was hier passiert, ist aber ganz normal. Also wenn Sie die Aufgabe gemacht haben und machen, dann haben Sie
faktisch keine Chance, diesen Gorilla zu sehen. Also es ist zum Beispiel am Anfang, als der ins Spielfeld kommt, da sind die Weißen alle hier und zum anderen Teil ist der ziemlich gut verdeckt. Und wenn Sie sich jetzt daran erinnern, ja, wenn Sie sich später daran erinnern, dann werden Sie das Gefühl haben, okay, der Gorilla, der kam in die Mitte und dann hat er so gemacht und dann ging er wieder. Aber wenn der so macht, da ist er eigentlich fast vollständig verdeckt und man schlussfolgert es nur, dass er sich da so auf die Brust trommelt. Und ich habe zum Beispiel vor der Vorlesung haben wir dann gedacht, jetzt zähle ich auch nochmal die Ballkontakte und wenn man sich da einfach konzentriert, dann ist der Gorilla weg. Und das ist also ein ganz, ganz wichtiges Phänomen, zum Beispiel bei Zeugenaussagen. Ja? Wenn Sie gefragt werden, ob Sie irgendwas gesehen haben und dann sagen, Sie haben es nicht gesehen, ja? Das kann viele Gründe haben. Wenn Sie irgendwas sehen und das dann auch bestätigen, dann hat es eigentlich eine andere Qualität. Aber auch da kann man sich vertan. Das heißt, die Aufmerksamkeit wählt aus der Flut von Sinnesreizen, die auf uns eingehen, die bedeutsam Erscheinenden aus und der Rest, der geht einfach verloren, der ist weg. Das ist so, als ob das nie da war. Ich zeige Ihnen noch ein Beispiel. Hier, da ist ein Bild, da blitzen immer diese sogenannten Mud Splashes auf, hier diese Flecken. Und während die aufblitzen, verändert sich aber was in dem Bild, was anderes. Aber Ihre Aufmerksamkeit ist ziemlich an diese aufblitzenden Flecken gebunden, ja? So dass es wahnsinnig schwer fällt, hier den Mittelstreifen, die Veränderung im Mittelstreifen hier zu sehen. Und das ist eigentlich genau das gleiche Prinzip hier, dass die Aufmerksamkeit abgelenkt wird von irgendwas. Wenn da irgendwas aufblitzt, dann können wir nicht anders, ja? Dann müssen wir das beachten. Und wenn wir irgendwas beachten, dann geht irgendwas anders verloren. Ja? Unser Gehirn fischt aus dem riesigen Strom von Informationen die relevanten Aspekte raus und rückt sie in den Vordergrund. Es gibt aber noch einen weiteren Prozess, der dafür sorgt, dass wir eben diese riesigen Informationsmenge mit dieser riesigen Informationsmenge umgehen können. Und das sind dynamische Anpassungsprozesse. Was wir gesehen haben, das beeinflusst die Verarbeitung von zukünftigen Reizen. Und durch Adaptation kann der dynamische Bereich dieser Sensoren sehr, sehr schnell an die Umgebungsreize angepasst werden. Das heißt, am empfindlichsten sind wir immer für Abweichungen vom gegenwärtigen Zustand. Das heißt, der gegenwärtige Zustand, der interessiert uns nach einer Zeit nicht mehr, sondern nur, wenn irgendwas Neues kommt, dann wird es sozusagen verstärkt. Und da zeige ich Ihnen jetzt auch ein Beispiel. Da kommt jetzt so eine Spirale, die sich dreht und die müssen Sie jetzt angucken. Gucken Sie einfach ins Zentrum dieser Spirale. Dieses Adaptieren und Fixieren, das ist so ein wiederkehrendes Thema in der Vorlesung. Am Ende vom Semester können Sie das dann richtig gut. Sie sollten dabei nicht reden, das stört den Adaptationsvorgang. Das heißt, Sie gucken sich einfach nur jetzt diese Spirale an, gucken und gucken. Und dann, wenn ich Ihnen das sage, aber nur erst, wenn ich Ihnen das sage, dann gucken Sie woanders hin. Ja? Und ich sage Ihnen dann auch, wo Sie hingucken sollen. Aber jetzt gucken Sie erstmal einfach immer nur auf diese Spirale. Und dann gucken Sie auf meine Nasenspitze. Sie können auch noch mal kurz adaptieren und dann noch mal gucken. Naja. Es gehört praktisch zu meinem Job dazu, mich hin und wieder hier zum Affen zu machen. Okay, diese Nullpunktverschiebung, die ist ganz, ganz wichtig. Und dieses Adaptieren, Bewegungsadaptieren, das funktioniert nicht nur jetzt mit diesen expandierenden oder kontrahierenden Reizen. Wenn Sie zum Beispiel joggen gehen oder Nordic Walking und sich dann immer, dann fließt ja auch immer alles zu Ihnen hin.
Und dann, wenn Sie anschließend mal zum Himmel gucken, dann haben Sie das Gefühl, dass die Wolken in die Gegenrichtung flitzen. Also das kommt eigentlich überall und immer vor. Und das führt dann natürlich zu Nacheffekten, ja, weil wenn ständig alles kontrahiert, dann wird das der neue Nullzustand. Und wenn Sie dann woanders hingucken, dann ist irgendwas, was nicht weder kontrahiert noch expandiert, das sehen Sie dann als expandieren. Wenn man am Laufband, ja. Da ist es ja die reine, auf dem Laufband ändern sich die visuellen Signale eigentlich nicht. Ja. Die bleiben da stationär. Da ist es eher die Motorik, die adaptiert. Da gibt es ganz, ganz ähnliche Vorgänge. Aber wenn Sie draußen laufen, dann ist es Adaptation. Adaptation geht aber auch hier bei so statischen Bildern. Wenn Sie jetzt hier das Plus-Symbol in der Mitte fixieren, dann werden Sie, nach einer Zeit wird dann dieser rosa Kreis verschwinden. Da müssen Sie ganz genau fixieren. Manchmal, wenn es nicht geht, dann machen Sie ein Auge zu. Nach einer Zeit ist der rosa Kreis weg. Ja. Und wenn Sie dann die graue Fläche ansehen, dann sehen Sie das Gegenbild, ja, das Nachbild. Und das, diese farbigen Nachbilder, die kann man noch weiter ausbauen. Wenn Sie sich jetzt zum Beispiel an dieses Bild adaptieren, dann immer auf den weißen Punkt gucken, dann Sie können sich ja schon überlegen, was dann vielleicht kommt. Aber erstmal müssen wir wieder 30 Sekunden auf diesen weißen Punkt gucken. Diese Demo wird von Jahr zu Jahr unbeliebter. Aber was ganz, ganz toll ist, also dieses Bild mit den grünen Streifen, das hat zuerst der Jasper Jones gemalt. Das war ein Maler, der ist jetzt 87 Jahre alt und der ist auch bekannt geworden für seine Bilder der amerikanischen Flagge. Ja. Das hat er noch und nöcher gemacht. Und dann hat er wahrscheinlich, stand er vor seiner Leinwand und hat stundenlang auf diese amerikanische Flagge gestarrt und dann hat er mal an die Wand geguckt und eben dann dieses Bild gesehen und dann hat er das als Bild gemalt. Vielleicht hat er auch eine Vorlesung über Wahrnehmungspsychologie gehört und hat es nun gemacht. Jetzt sage ich noch ein Beispiel. Wenn Sie hier, und jetzt verbinden wir diese farbigen Nachbilder, jetzt müssen Sie wieder auf den weißen Punkt gucken und Sie sehen da irgendwie diese ganz unscharfen, komischen, farbigen Flächen. Das ist jetzt eine ganz populäre Demonstration. Immer auf den weißen Punkt fixieren und vor allen Dingen dann weiter fixieren, wenn ich das Bild wechsle. Da ist dann immer auf dem Punkt bleiben. Und jetzt, wenn Sie auf den weißen Punkt fixieren, dann sehen Sie, also ganz normal, das farbige Bild von dem Manuel Neuer mit seinem grünen Trikot. Und wenn Sie aber dann jetzt, wenn Sie dann zuerst auf den weißen Punkt fixieren, wenn ich wieder umschalte, also jetzt noch mal ein bisschen nachadaptieren, wenn Sie dann eine Blickbewegung machen, meinetwegen zum Fuß von dem Herrn Neuer, dann werden Sie merken, dass es ein schwarz-weißes Bild ist. Ja? Und wenn Sie dann wieder auf den weißen Punkt gucken, dann kommt die Farbe wieder rein. Das heißt, was hier gemacht wird, ist, dass das farbige Nachbild kombiniert wird mit der Helligkeitsinformation. Da kommt praktisch die Information über die Form her. Und solange das beides übereinstimmt, sieht man das Bild farbig. Wenn Sie jetzt aber Ihren Blick bewegen, dann bewegt sich das farbige Nachbild mit, weil er das auf der Netzhaut ist, ja, und nicht im Bild.
Und deswegen, und dann stimmen die Farben und die Formen nicht überein und dann sehen sie es schwarz-weiß. Das heißt, wenn man jetzt den Inhalt der Vorlesung zusammenfassen will, was ich versucht habe, Ihnen zu zeigen, ist praktisch, wie die Welt in den Kopf kommt. Und es ist im Prinzip ein Auswahlprozess. Zunächst, also in der Welt gibt es ganz, ganz viel physikalische, chemische Reize. Und unsere Evolution hat praktisch die Sensoren ausgewählt, die für manche dieser Reize empfindlich sind. Das heißt, für diese Sensoren, die sind praktisch das Eingangstor zu unseren Sinnen. Und in unseren Sinnen wird dann die Information weiterverarbeitet und weiter reduziert. Zum einen durch Aufmerksamkeitsprozesse, die irgendwie bestimmen, was jetzt weiter in unserem Wahrnehmungsapparat verarbeitet wird und was ignoriert wird. Und Adaptationsprozesse, die eben bestimmen, wo wir am empfindlichsten sind und in welchen Bereichen eben den gegenwärtigen Zustand, wo wir eben nicht mehr so empfindlich sind. Und diese Information gelangt dann in unseren Geist, unser bewusstes Erleben. Das ist aber natürlich keine Einbahnstraße, sondern das, was wir erlebt haben, das beeinflusst wiederum, was wir sehen und was wir wahrnehmen können. Und da zeige ich Ihnen jetzt noch ein Beispiel. Und zwar sind es diese beiden seltsamen Bilder hier. Wenn Sie diese Bilder zum ersten Mal gesehen haben, jetzt, dann werden Sie vermutlich keine Ahnung haben, was es sein könnte. Wir werden jetzt allerdings gemeinsam ein bisschen trainieren, sodass ich Ihnen dann beibringe, was auf den Bildern drauf ist. Und dann ist es so, dass Sie, wenn Sie die wiedersehen, dann immer erkennen, was da drauf ist. Das heißt, Sie müssen es nur einmal angucken und dann den Rest Ihres Lebens langsam haben Sie es gelernt. Wenn Lernen immer so einfach wäre. Aber es ist mir in diesen Schwarz-Weiß-Bildern, diesen Mooney-Bildern sehr, sehr schwierig, erstmal was zu erkennen. Aber wenn ich Ihnen ein bisschen, oder hat irgendjemand eine Idee, was da drauf sein? Also links ist so ein relativ abstraktes Objekt, rechts ist ein relativ abstraktes Objekt, links ist ein bekanntes Objekt, ja? Rechts kann ich mir vorstellen, das sieht ein bisschen aus wie so ein Teleskop oder wie der Schatten davon. So, sowas in der Richtung, ja. Und links, hat irgendjemand eine Idee, was es links sein könnte? Ja, okay, eine Landkarte könnte es sein, aber eine Landkarte wäre in dem Sinn nicht so prickelnd. Ja. Was links zu sehen ist, ja? Hm? Es ist in der Tat ein Gesicht, eher, also das Gesicht ist eher das Weiße hier und das Schwarze ist so der Schatten. Okay, ist eine Kuh. Okay, und jetzt gucken Sie sich mal diese Formen hier an, auf den Bildern, da ist natürlich ganz einfach. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu den anderen Bildern. Und jetzt werden einige von Ihnen vielleicht schon das erkennen können. Okay, sind. Wenn Sie das jetzt noch nicht, wenn Sie es noch nicht erkennen können, dann sollten Sie einfach zu Hause, die ganzen Folien haben Sie ja zur Verfügung, dann gucken Sie sich das einfach zu Hause in Ruhe an. Ja? Also was haben wir gelernt heute? Wahrnehmung ist ein aktiver und höchst komplizierter Prozess. Die Wahrnehmungen werden über unsere Sinnesorgane vermittelt. Wir können nur Reize wahrnehmen, für die wir auch Rezeptoren besitzen. Und unser Gehirn, unser Wahrnehmungssystem konstruiert ein möglichst wirklichkeitsgetreues Bild der Umwelt und benutzt dieses dann, um unser Verhalten zu steuern. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.